Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, der Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Der Stadtrat hat unter dem Gegenstand Gewährung einer außertariflichen Vergütungszulage sowie einer außertariflichen Bonuszahlung auf Grundlage einer Zielvereinbarung für einen Oberarzt des Eigenbetriebes der Klinikum Dresden den folgenden Beschluss gefasst. Der Stadtrat nimmt den Änderungsvertrag zum bestehenden tariflichen Arbeitsvertrag rückwirkend zum 1. Januar 2024 zur Kenntnis und stimmt der Zahlung einer außertariflichen Vergütungszulage sowie einer Bonuszahlung auf Grundlage einer Zielvereinbarung an Herrn Dr. Med. Jan Henning Schierz gemäß Änderungsvertrag Anlage 1 zu. Dann hat der Rat auch in seiner Sitzung am 21.03. unter dem Gegenstand Besetzung der Stelle Leitung des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung den folgenden Beschluss gefasst. Der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die Besetzung der Stelle Leitung des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung mit Frau Katrin Tauber zum nächstmöglichen Zeitpunkt und stimmt der Vereinbarung einer außertariflichen Vergütung zu. Soweit die Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse. Das bringt uns zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Oberbürgermeisters.